Hey Leute, wir begeben uns an die Wurzel aller Moos und hier in Part 30 von Let's Play Beautiful Desolation geht's gleich los mit einem Codex-Eintrag, den ich noch gar nicht gesehen habe. War der letzten Part schon hier? Haben bloß nicht gesehen vielleicht. Codex-Eintrag. Wahrscheinlich. Das dürfte die Wurzel sein. Okay, reden wir mit der Wurzel. I feel trapped inside this madness. I try to read the waves that they left on the shores of our thoughts. But all I get is foam and salt. Inside that salt, patterns form. But they were always random. Until now. Until you, Mark, left me. Ich fühle mich gefangen in diesem Irrsinn. Ja, Leute, manchmal geht's mir im Alltag auch so. Hallo, Mooswurzel. Ich will einfach nur das verdammte rote Quecksilber. Bist du die Wurzel? Was meinst du? Was meinst du? What do you mean, Anthony? I am old. I have been around for an age. I am as much a part of the moss that surrounds you as I am a part of the very soil under you. I am the root of all of us. Moss absorbs all, but I could not understand until now. The spores that you returned to us were full of symbols. Now the patterns are complete. Now I understand. We must live in pain. Our fluids flow and bubble and stream through us faster each day. We have never known why. We have never known what it is we absorb. This disease is inflicted on us, and we are broken by it. But now I know why. It is the nest. We are linked to them. It is them who fill us with symbols and fluids until we burst. They record all, and we absorb all. They are killing us. Es ist echt spannend, welche Symbolik da dahinter steht, Leute. Also Kampf der Maschinen gegen die Natur oder umgekehrt, genau. Dann seid ihr mit dem Nest verbunden. Ich bin nicht hier, um euch zu heilen. Dann seid ihr mit dem Nest verbunden. So you and the nest are linked somehow? Could we break that connection? Our connection appears to be by design. This affliction is why we exist. There is no cure. There is only the end. Even now, we suffer. We are at our limit. If the nest spread, we will all die. Verstehe, nicht mein Problem. Die Nests sind eingedämmt. Wie können wir sie daran hindern, sich auszubreiten? Ja, das hat ja auch Dr. Anna schon gesagt, dass das nicht passieren darf. Do you know how we can stop them from spreading? Inside the spores was knowledge. A way to stop them. A way to prevent them from spreading and destroying us. The biome seeding device. It will allow me to contain them, to stop them from increasing in number. I have a proposal. Bring us the biome seeding device, and when we contain the nest, you can take their red mercury.
Das klingt nach einem Deal, Leute. Wie wär's, wenn ich stattdessen einfach eures nehme? Würde das nicht bedeuten, sie zu töten? Wir hatten eine Abmachung. Würde das nicht bedeuten, sie zu töten? Wouldn't that mean killing them? Some may die, but their collective consciousness would remain. They require the red mercury to spread, not to survive. I have prepared a mothling for you. It carries all that is needed for the device to work. Bring me the biome seeding device, and we will claim the red mercury for you. That is the offer. Okay, Moosling sieht aus wie ein Brokkoli. Dieses zarte grüne Pflanzending schwankt sanft und macht ein leises, glucksendes Geräusch. Aha. Und jetzt natürlich die Frage, was muss ich tun? Jetzt muss ich mal ganz kurz in das PDA nochmal reingehen. Dialog. Hallo Mooswurzel. Ein Weg, um sie zu stoppen, der Weg ausmachen. Das Biom-Düngungsgerät. Biom-Düngungsgerät. Da war doch im letzten Part irgendeine Kommunikation, wer das haben könnte, oder? Rotes Quecksilber. Irgendwer. Oder haben wir das schon irgendwie bekommen vom Caesar? Nein, er sagt, genau. Der hat uns auf den richtigen Weg gebracht mit dem Übersetzungsgerät, genau. Ahem, Leute, ja. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist... Flatsch, flatsch, flatsch. Wie wir... Unterirdische Pilze, ja. Wie wir an dieses Biomdüngungsgerät jetzt rankommen. Brr. Buffalo. Purr, 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 purr. Riss, Moos. Nest Alpha, Kommandomodul, Nest Beta. Ich flieg mal zum Kommandomodul und schau mal, ob die Dr. Anna mit diesem Moosling vielleicht irgendetwas anfangen kann. Ansonsten würden wir mir dann nicht mehr viel einfallen. Wo rennst du denn hin? Mit dem Modul verbinden. Control, come in. Control, come in. Upgrade Board einsetzen. Moment, nein, das will ich nicht. Das ist, glaube ich, das Böse, was ich von dem Nest bekommen habe. Na, das mache ich nicht. Kann ich denn? Na. Okay, dann kann sie damit nichts anfangen. Dann kann sie damit nichts anfangen. Buffalo. Ja. Dann würde ich mal sagen, fliegen wir zum Riss. Manchmal. Ja. Ich glaube, wir bekommen da die Option, Dr. Anna zu zerstören. Das will ich aber nicht.
Ah, ich brauche wahrscheinlich jetzt wieder diesen Portalerzeuger. Genau. Wusch. So. Jetzt ist aber die Frage, wo wir hin müssen. Puh. Oh. Unbekannt. Ist... Nein, Moment. Unbekannt kann doch nicht der Riss sein, oder? Doch, ist der Riss. Ich dachte, wir haben hier was Neues. Okay. Ich versuche mal zu den Mongrel zu fliegen, Leute. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sonst tun soll. Wächter. Ich weiß es einfach nicht. Ach, hier blinkt auch nichts. Dann fliegen wir mal zu Slack. Okay, oh. Mongrel. Die wollten ja von uns einen Flay haben, aber ich habe doch keinen Flay, oder? Oder habe ich einen Flay gefangen? Nee. Ich fürchte. Oder soll ich mal zu den Flay fliegen? Weil ich habe doch diesen Hitzeschild jetzt, oder? Boah, ich habe echt den Überblick verloren, aber da wird mir nichts angezeigt. Flay Score, ja. Ach, das war das mit der, auch da mit der Höhle. Ja gut, fliegen wir mal dahin. Mir fällt leider nichts anderes ein. Kenne ich hier schon nicht mehr aus, Leute. War ich schon so lange nicht mehr hier. Love a brandy and coke. Brutplatz der Flay, war da nicht noch irgendwo was anderes, Leute? Ich sehe mich mal hier um nochmal. Haus von Charnel, genau. Da, ich wusste doch, hier habe ich noch irgendeinen Bereich, wo ich nicht war. Haus von Charnel. Okay. Wer ist Charnel? Und warum betreten wir sein Haus? Fuchs. Fuchsram. Panko Johnson. Jolin, ah, das sind wieder Namen von irgendwelchen Entwicklern oder so. Hübsch, hübsch. Boah. Brent Inglis. Okay, Leute. Tropfende Lava. Auf jeden Fall, hier waren wir noch nicht, aber es sieht jetzt auch nicht so, keep up the pace. Sieht jetzt auch nicht so aus, als könnten wir hier viel machen. Außer ein bisschen was erkunden. Da kommen wir nicht hoch. Okay. Räusper, Räusper. Brandstatter David. Okay. Scoria. Also hier ist eine Leiter, aber da komme ich wohl nicht hin. Huh. Nee, da komme ich nicht rauf, Leute. Okay, hier bin ich wohl falsch. Hier kann ich nichts machen oder hier kann ich wohl noch nichts machen. Keine Ahnung.
Aber wir gehen mal wieder zur Flayscordia. Was auch immer Scordia heißt. Und müssen dann mal gucken, was wir da vielleicht in der Höhle noch machen können. Aber auch immer die genaue Waschung. Okay. The temperature is dangerously high for you and Dawn. Verstanden. Flagge. Wache. Maschinen. Playwache. Nee, dann gehen wir noch mal in die Höhle, Leute. Ja. Nein, nicht Haus von... Nein. Ah. Nicht ins Haus von Charnel. Wir müssen eine Stufe weiter runter. In den Blutplatz müssen wir. Möchten wir. Möchte ich mal. Ohne zu wissen, ob ich da wirklich hin muss. Hey, hey. Ja, aber was kann ich da reintun? Mit dem Mainframe verbinden? Genau. Ich versuche mal, den da reinzutun. Neue Nachricht. Ginken insgesamt synthetisiert. Okay. Okay. Ist das ihr hier dann? PDA? Nachrichten. Gensequenz synthetisiert. Müssen wir damit was machen? Okay. Versuch's mal weiter. Könnte ich denen den Protonaniten? Das hatte ich glaube ich schon mal versucht. Halt. Verbinden. Nestvirus. Okay. Hat nicht viel geholfen. Sprengkapsel. Fahrzeugverbindungsgerät. Anasi-Münze. Kekus-Transponder. Wohl auch nicht. Okay, es gibt auch Geräte, die kombinierbar sind. Habe ich an der Stelle jetzt auch noch nicht viel ausprobiert. Ja, Leute. Überlege jetzt gerade, aber so richtig einfallen will mir nix. Ich meine, ich bräuchte einen von diesen Flay für die Moos, wofür ich bei den Moos auch immer das brauche. Also ich habe die Gensequenz synthetisiert, Leute, aber ich... Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, ich grübel nach... Hier müssen wir auf jeden Fall was tun. Ich grübe mal nach hier in dem nächsten Part von, bis zum nächsten Part von Let's Play Beautiful Desolation. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Theorien in die Kommentare schreiben, falls ihr welche habt. Ansonsten würde ich sagen, verschieben wir die Grübelei offscreen und wir begrüßen uns dann gegenseitig im nächsten Part von Let's Play Beautiful Desolation. Bis dann. Ciao.